Moin! Im heutigen Video schauen wir uns den Lobbyismus etwas genauer an. Viel Spaß! Starten wir zunächst einmal mit einer Definition von Lobbyismus. Lobbyismus liegt vor, wenn Akteure, also Lobbyisten, die Interessen der eigenen Organisation oder auch die Interessen Dritter gegenüber politischen Entscheidungsträgern vertreten. Dabei sollen politische Entscheidungen im Sinne der vertretenen Einzelinteressen beeinflusst werden. Meistens haben sogenannte Interessenverbände solche Partikularinteressen. Interessenverbände haben wir uns übrigens auch schon im hier rechts eingeblendeten Video angeschaut. Welche Strategien können die Lobbyisten denn nun verfolgen, um Entscheidungen nach ihren Wünschen zu beeinflussen? Zunächst einmal muss gesagt werden, dass Lobbyisten dann agieren, bevor ein Gesetzesentwurf in die parlamentarischen Gremien gelangt. Lobbyisten sind schließlich nicht demokratisch legitimiert und sobald sich das Parlament mit einem Gesetzesentwurf beschäftigt, haben Lobbyisten kaum mehr eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Lobbyisten sind also vielmehr bei der Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen beteiligt. Gleichzeitig pflegen sie Kontakte zu Parlamentariern und versuchen, unvorteilhafte Gesetzesvorhaben von vornherein zu verhindern. Das klingt jetzt ja irgendwie nach Manipulation. Wieso also lassen die Abgeordneten so etwas mit sich machen? Das liegt daran, dass die politischen Entscheidungsträger auf das Wissen und die Erfahrung von Experten angewiesen sind und deshalb oft auf Interessenverbände zurückgreifen. Schließlich sind die ja die absoluten Experten auf ihrem Gebiet. Ohne solches Expertenwissen wäre es ziemlich schwer, effektiv zu regieren. Das bedeutet, obwohl Lobbyisten nicht demokratisch legitimiert und damit nicht politisch entscheidungsbefugt sind, üben sie dennoch faktisch Macht aus. Einige Interessenverbände haben bei der Durchsetzung ihrer Interessen eine höhere Chance als andere. So sind zum Beispiel eine gute finanzielle Ausstattung oder die Verfügbarkeit wirksamer Druckmittel, wie zum Beispiel die Androhung von Arbeitsplatzverlusten, förderlich für den Erfolg der Interessenvertretung. Natürlich gibt es auch Kritik am Lobbyismus. So wird eben kritisiert, dass bestimmte Vereinigungen strukturelle Vorteile gegenüber anderen Vereinigungen haben. Zum Beispiel sind die aus dem Wirtschaftsbereich gegenüber denen mit humanitären oder ökologischen Zielen viel besser aufgestellt. Zusätzlich ist die Einflussnahme häufig für die Öffentlichkeit verschleiert, sodass die Möglichkeit besteht, dass Lobbyismus auch zu unerlaubter politischer Einflussnahme wie Korruption führen kann. Viele Menschen kritisieren also die fehlende Transparenz beim Thema Lobbyismus. Wie gesagt, in einem anderen Video haben wir uns auch schon die Interessenverbände angeschaut. Das findet ihr jetzt hier links eingeblendet. Ansonsten lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat und schaut noch gerne auf unserem Instagram oder in der Videobeschreibung vorbei. Und dann war's das von unserer Seite. Tschö!